mich anders als die anderen, was nicht in deren Welt. Denn Trauma was zu wagen, war, dass es mir gefällt. Mir hat's mal gesagt, aus uns wird nichts werden. Er hat mal gesagt, am Ende bleiben nur Scherben. Er hat mal gesagt, dass unser Plan nicht funktioniert. Ihr werdet schon sehen. Na und? Ist mir egal, was die anderen über uns sagen. Na und? Scheißegal. Show. Das haben wir natürlich nicht gesehen, sondern wir haben es nur gehört. Gott sei Dank durften wir das jetzt noch mal sehen. Vielen Dank. Ich möchte jetzt unbedingt mal wissen, wie ihr heißt. Mann, genau. Also ich heiße Lilly und bin 10 Jahre alt. Lilly 10. Ich bin Lara und bin 11 Jahre alt. Ich bin Nika und ich bin 10 Jahre alt. Ich bin Alina und ich bin 11 Jahre alt. Ich bin Alvaro und ich bin 28 Jahre alt. Hätte ich machen sollen. Und wie heißt ihr zusammen als Truppe? Figolino. Figolino? Aber ich finde es echt cool, diese Attitude, die ihr habt mit na und, ist mir wirklich egal. Weil ich glaube, unsere Entscheidung kann euch jetzt auch scheißegal sein, wirklich. Weil wir haben einfach durch dieses Manko, was wir haben, oder dieses Schöne an der Show, was einfach wirklich nur The Voice ist und wir euch gar nicht sehen in dem Moment, wart ihr auch total mutig, dass ihr dann einfach gesagt habt, ey,
auch wenn es so ist, was viel schwieriger ist, wenn man tanzt und singt gleichzeitig. Deswegen, das ist schon sehr, sehr cool gewesen von euch. Und es tut uns echt leid, dass wir das natürlich nicht einschätzen konnten, dass ihr auch in dem Zeitpunkt getanzt habt, ne? Und ich ärgere mich jetzt ein bisschen. Weil man hört natürlich, dass ihr ein bisschen außer Atem seid, was ganz normal ist bei dem Wahnsinnsprogramm, was ihr hier abzieht. Und die ganze Show ist natürlich als Ganzes umwerfend, ne? Toll, also wie ihr das macht mit dem Tanzen und dem Singen. Dafür ist das Singen echt eine gute Leistung. Wenn man das aber nur hört hinter den Stühlen, dann kommen natürlich die Unsicherheiten durchs Tanzen. Aber Hut ab, Mädels, das war echt cool. Seid wirklich coole Mädels. Dankeschön. Ich finde, dass ihr choreografisch echt ganz schön echt einiges drauf habt. Weil ihr habt das echt hinbekommen, euch alle vier Platz zu lassen und gleichzeitig hat jeder auch eine Position im Song. Also ihr habt auf jeden Fall das Zeug für die Bühne und fürs Entertainment und ich finde, ihr solltet wenigstens jeder mal einmal in so einem Stuhl sitzen. Ja, bitte. Ja, oder? Auf jeden Fall. Kommt mal her. Komm, wir tauschen einfach mal irgendwann unsere Stühle und wir gehen auf die Bühne. Aber ich finde es auch krass, dass man also man macht die erste Performance, dann macht man noch eine zweite Performance, ja, und man kann trotzdem noch dazu singen und ist nicht außer Atem. Wenn ich 3 Stockwerke hochlaufe, ja, dann Nee, das Ding ist, was wir ja alle kennen, ist, man braucht auf der Bühne natürlich Power, ne? Man muss fit sein, man rennt von der Bühne von links nach rechts, man macht irgendwie Action mit den Leuten und so. Und da braucht natürlich der Bauch hier drin, ne? Umso mehr Stütze und umso mehr Power, um die Töne auch zu halten, ne? Und das ist das Einzige, wo ich vielleicht sagen würde, wenn ihr daran jetzt noch ein bisschen arbeitet das nächste Jahr, dann seid ihr wirklich so ein starkes Team und so einmalig, dass ihr hier einen Viererbuzzer habt, ich schwöre. Ja? Versprecht ihr uns noch mal wiederzukommen? Ja? Ja. Wir haben noch ein kleines Geschenk für euch, wenn ihr möchtet. Ja, damit ihr uns nicht vergesst. Noch ein kleines Geschenk für euch. Und damit ihr immer daran erinnert werdet, noch mal wiederzukommen. Ja? Ich werfe euch mal zu, ja? Hier, einen für dich. So, Nummer 1. Eins für dich. Oh, also, Dankeschön. Also das geht auf mich. Das geht auf mich. Das war schwach. Tut mir leid. Schwach geschossen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Toller Showmoment. Dankeschön. Dankeschön.